Wir haben Gäste aus Kreuzberg, den Herrn Riedack. Wir haben Gäste aus Friedrichshain, den Herrn Bechmann. Wir haben den Herrn Rabe aus Spandau. Und wir haben unseren Landesvorsitzenden oder zurzeit kooptiertes oder sag ich mal, angenommenes Landesvorstandsmitglied, anders kann ich nicht sagen, den Joachim Krüger hier. Und letztendlich haben wir unseren Bürgermeister hier. Ich habe bewusst als Letzte, damit ich ein paar Worte mehr sagen kann. Ich freue mich, Bruno, dass du in dem Kreis öfter kommst und ich sage mal, ohne dich hier eine Weihnachtsfeier zu machen, ohne Weihnachtsgeschichte wäre ja keine Feier. Aber was viel wichtiger ist, wir haben einen Bürgermeister zum Anfassen. Und dieses muss ich mal wirklich sagen, wäre schön, wenn viele Bezirke ihren Bürgermeister so sehen und so anfassen können und wenn der so akzeptiert wird im Bezirk wie unser Bodo Arnegold. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich. So, wenn ich weiter kein hervorhebe, dann sind wir alle gleich, gleiche unter gleichen und deswegen sage ich, wir haben uns vorgestellt, dass wir euch zum Mittag einladen oder zum Essen einladen und zu viel Tränke. Wir haben schmale Kassen und... Ja, meine Damen und Herren, traditionsgemäß darf ich auch bei Ihnen eine Weihnachtsgeschichte vortragen, wobei es in diesem Jahr wesentlich schwerer ist, weil sich eine Fangemeinde gebildet hat, die mich auf den verschiedensten Weihnachtsfeiern hier im Bezirk besuche. Das sind ja so zwischen 50 und 100. Ich habe abschließend noch nicht nachgezählt, auf wie viele ich schon war. Und ich sehe auch heute wieder einige unter uns. Und ich hoffe jetzt, aus den vielen Geschichten jetzt eine genommen zu haben, die hier noch nicht bekannt ist. Und zwar trägt die Überschrift Das vertauschte Weihnachtskind. Die kennen Sie noch nicht vorher. Nein, ja, die anderen, die kennen Sie schon mal. Ja. So, es steht geschrieben, Klein Elsbeth war 5 Jahre alt und hatte es recht gut auf der Welt. Denn erstens brauchte sie noch nicht in die Schule zu gehen. Zweitens hatte sie in der schönen großen Wohnung der Eltern ein eigenes Zimmerchen für sich, das voll niedlicher Möbel war, darunter ein Schrank ganz voll Spielsachen. Und drittens hatte sie immer Unterhaltung, nämlich ein Fräulein, das immer bei ihr war und sich mit ihr beschäftigte, weil Papa meistens im Geschäft war und Mama viel schlafen und Besuchen machen musste. Wenn aber recht schönes Wetter war, durfte der Kutscher anspannen und dann fuhr sie mit Fräulein spazieren. Na, der Kutscher, den mochte sie zu gern. Er war immer so spaßig und wenn er Besorgung gemacht hatte, brachte er ihr immer was zu naschen mit. Ihr einziger Kummer war, dass sie kein Brüderchen hatte. So eine richtige, lebendige Puppe. Im ganzen Hause war sie das einzige Kind. Auch Dr. Krauses im oberen Stock, die noch nicht lange eingezogen waren, hatten keine Kinder. Aber lieb war die Frau Doktor. Elsbettchen durfte manchmal zu ihr hinaufgehen mit Freunden und dann spielte die Frau Doktor ganz richtig mit ihr, als wenn sie auch ein kleines Mädchen wäre. Weihnachten kam heran und eines Abends erschien, rate mal wer, der Knecht Ruprecht. Fräulein hatte schon vorher gesagt, wo nur der Knecht Ruprecht bleibt, kommen wird er sicher. Wir müssen uns nur überlegen, was wir uns zu Weihnachten wünschen, damit wir ihm das sagen können. Das war nun eine wichtige Sache. Es war dann auch eine ganze Liste zusammengekommen. Fräulein hatte alles aufgeschrieben und Elsbeth hatte ihren Namen und die Straße und Hausnummer darunter schreiben müssen. Fräulein hatte ihr die Hand geführt. Und nun klopfte es vor der Tür. Gerade als Fräulein das Märchen vom ehrlichen Laubfrosch erzählte. Und die Tür ging auf und herein kamen Äpfel, Nüsse und eingewickelte Bonbons und hinterher der Ruprecht. Er brummte wie ein Bär durch seinen weißen Bart und sprach beinahe so wie Heinrich der Kutscher. Elsbeth musste beten und dann sollte sie sich etwas zu Weihnachten wünschen. Da holte Fräulein den Zettel für Elsbeth und auch ihren eigenen und der Ruprecht ging damit ab. Elsbeth war nun sehr befriedigt. Und Fräulein half mit Auflesen, aber auf einmal schrie Elsbeth, Fräulein, Fräulein, was denn? Ich habe was vergessen. Was hast du denn vergessen? Ich will ja ein kleines Brüderchen haben. Das ist die allergrößte Hauptsache. Hole doch den Ruprecht noch einmal. Schade, der ist aber schon weit fort. Weißt du was? Wir schreiben an ihn.
Die Post weiß gewiss seine Adresse. Er wird wohl mehr Briefe bekommen. Das war ein Trost. Fräulein nahm Papier und Feder und Elsbeth musste diktieren. Lieber Knecht Ruprecht, entschuldigen Sie, wenn ich störe. So sagte nämlich Fräulein immer zur Mama. Ich wünsche mir am allermeisten ein kleines Brüderchen. Bitte, bitte. Es grüßt Sie, Ihre Elsbeth. Die Adresse schreibe ich dazu, sagte Fräulein, und Sie auf das Kuvert auch. Die Marke darf ich lecken, nicht? Für den Ruprecht braucht es keine Briefmarke. Aber Elsbeth wollte lieber sicher gehen und ließ nicht nach, bis eine Marke aufgeklebt war. Und nachher war sie sehr energisch dagegen, dass Minna, das Stubenmädchen, den Brief in den Briefkasten trug. Fräulein musste mit ihr über die Straße gehen und sie heben, sodass sie den Brief selber einstecken konnte. Fräulein lachte heimlich. Der Briefkasten gehörte nämlich nicht der Post, sondern einem großen Kohlengeschäft. Die Leute würden sich dort schön wundern. Darauf gingen die beiden wieder Äpfel, Nüsse und Bonbons zusammennehmen. Der Tag zu Heiligabend war gekommen und Klein Elsbeth im wahren Fieber vor Erwartung. Das Brüderchen musste doch sicher kommen. Bis jetzt hatte der Weihnachtsmann immer alles gebracht, was sie sich gewünscht hatte. Wenn bloß der Brief richtig angekommen war. Papa und Mama wussten natürlich von dem bevorstehenden Familienzuwachs. Elsbeth war anfangs dafür gewesen, sie zu überraschen. Aber sie hatte doch auf die Dauer ihr Geheimnis nicht bei sich behalten können. Und Mama hatte gesagt, es ist nur gut, dass ich es weiß. Da muss ich doch Steckkissen und Windeln instand setzen. Aber das sage ich dir, Mama, es ist meins, hatte Elsbeth sehr entschieden gesagt. Dass ihr es mir nachher nicht fortnimmt und spricht's, es wäre deins. Ei, wo werde ich denn, hatte Mama geantwortet. Nun war es draußen dunkel. In der Gegend des Wohnzimmers allerlei Getrappel und Gemunkel. Elsbeth, die atemlos mit Fräulein in ihrem Zimmerchen wartete, hörte es und trippelte wie ein Irrlicht herum vor Ungeduld. Draußen läuteten die Glocken. Und endlich klingelte es. Fräulein, schnell! Da war die Weihnachtsstube mit Papa und Mama und dem Weihnachtsbaum und lauter Herrlichkeiten auf Tischen und Stühlen. Und die Eltern beide lachten ganz glücklich. Sieh doch dort, Elsbettchen, das ist deins, was der Weihnachtsmann hier gebracht hat. Aber die großen Kinderaugen von Klein Elsbeth suchten und das Gesichtchen wohl immer kläglicher. Wo ist denn das Brüderchen? Ja, denke dir, sagte Mama, das ist nicht gekommen. Aus Elsbeths Augen kullerten die Tränen. Der Ruprecht nickte sie. Das ist schon so einer. Jetzt freue ich mich beinahe gar nicht. Ja, meinte Papa, wir müssen im nächsten Jahr einmal fragen, ob er denn deinen Brief nicht bekommen hat. Nun half ja nichts. Elsbeth musste sich mit den anderen Sachen zufrieden geben und das ging ja auch, denn sie waren wirklich sehr schön. Nachher wurden der Friedrich und das Stubenmädchen und die Köchin und die Jungfer von Mama gerufen. Die bekamen auch ihr Teil. Die Köchin kam zuletzt und war ganz aufgeregt und sagte, gnädige Frau, bei Doktors oben ist ein kleiner Junge angekommen. Klein Elsbeth stieß einen Schrei aus. Ein kleiner Junge, Mama, Mama, das ist meiner, der ist falsch abgegeben. Und mit blitzenden Augen stand sie vor der Mutter, ganz aufregend. Ja, das kann man doch nicht wissen, sagte Mama nachdenklich und blinzelte zu Papa hin. Doch, rief Elsbeth, ich habe ihn doch bestellt. Doktors brauchen doch gar keinen. Bitte, bitte, schicke doch hinauf und lass ihn holen. Tante Doktor gibt ihn mir gewiss, das weiß ich. Ich habe ihr auch erzählt, dass ich ein Brüderchen bestellt habe. Die Köchin und die Zofe und das Stubenmädchen lachten. Aber Papa sagte ernsthaft, na heute wollen wir es nur oben lassen. Es wird natürlich sehr müde sein und erstmal ordentlich ausschlafen wollen. Aber ich will es doch sehen, rief Elsbettchen. Fräulein, komm doch nur mit, wir wollen hinaufgehen. Heute nicht. Sei artig, Elsbeth, entschied Mama. Elsbeth stieß ein Schluchzen aus und stampfte mit dem Fuß auf. Ihr seid ganz schlecht seid ihr. Elsbeth, sagte Papa im strengen Ton, den kannte sie schon. Da war nicht gut Kirschenessen mit ihm. Unartigen Kindern nimmt der Weihnachtsmann alles wieder weg, das weißt du. Natürlich das Brüderchen auch. Sie ging zu ihren Sachen, weinte noch eine Weile still vor sich hin. Morgen ganz früh gehe ich gleich hinauf,
sagte sie zu Fräulein, als die sie zu Bett brachte. Ja, freilich. Sie lag noch lange mit offenen Augen, lächelte manchmal glückselig. In aller Frühe klingelte es bei Doktors. Als das Mädchen öffnete, stand Klein Elsbeth da, hochrot im Gesichtchen, sagte gar nicht guten Morgen, sondern bloß sehr bestimmt, ich will mein Brüderchen sehen, es gehört nämlich mir. Sie war dem Fräulein durchgegangen, das noch mit Haarmachen zu tun hatte. Das ist deins, fragte das Mädchen erstaunt. Ich denke doch, das ist der Frau Doktor ihres. Nein, ich habe es mir bestellt. Es ist bloß falsch abgegeben und ich will es jetzt holen. Na, das glaube ich nicht, dass sie es dir herausgeben, meinte das Mädchen. Ich will mal den Herrn fragen, ob du es sehen darfst. Es wird gerade gebadet. Sie ging fort und statt ihrer kam der Doktor. Morgen, Elsbettchen. Na, willst du es sehen? Dann komm mit. Aber es ist richtig unseres. Verlass dich drauf. Jawohl, ihr wollt mir es jetzt bloß nicht geben. Ich hab's mir bestellt und ihr nicht. Doch, wir haben auch eins bestellt. Aber Elsbettchen rief's unten und Fräulein kam mit halbgemachten Haar die Treppe hinaufgeflogen. Du lügst, rief die Kleine in leidenschaftlicher Erbitterung. Das sagst du bloß so. Und jetzt will ich es gar nicht sehen. Entschuldigen Sie das Kind, Herr Doktor, sagte Fräulein. Mein herzlichen Glückwunsch. Es ist so ein merkwürdiger Zufall. Elsbettchen war schon auf der Treppe und jetzt war Fräulein bei ihr und meinte, wir schreiben noch einmal den Ruprecht. Da werden wir ja erfahren, wem es gehört. Ja, aber gleich, nickte Elsbeth entrüstet. Nun saßen sie, sie hatte noch gar nicht gefrühstückt. Die Eltern lagen noch zu Bett und Elsbeth diktierte und Fräulein schrieb. Lieber Knecht Ruprecht, ich bin sehr traurig. Auf dem Korridor ging die Klingel. Das wird die Post sein, sagte Fräulein und legte die Feder nieder. Ich will erst mal nachsehen. Sie ging und kam wieder mit dem Postboten. Er trug eine große Kiste, nickte Elsbettchen zu und meinte schmunzelnd, da kommt was für das Fräuleinchen. Und Fräulein las auf der Begleitadresse und rief, Elsbettchen, da steht Absender der Weihnachtsmann. Da bin ich aber neugierig. Ich will gleich Werkzeug holen und öffnen. Es stand aber auch etwas blau gestempelt auf der Adresse. Davon sagte sie nichts. Das hieß nämlich Schucker und Kompanie Kohlhandlung. Die Neugier, ehe die Kiste geöffnet war und ausgepackt wurde. Erst vier Holzwürmer und dann eine Puppe. So groß wie Elsbettchen, noch keine gehabt, ein kleiner Junge. Ja, was ist denn das? Kopfschüttelte Fräulein und nahm einen Brief aus einem Kuvert, das dabei lag. Und dann schrie sie, denke doch nur an, der Weihnachtsmann schreibt an dich. Liebes Elsbettchen, der Knecht Ruprecht lässt dich schön grüßen. Er hat mir gesagt, du hättest dir ein richtiges, lebendiges Brüderchen gewünscht. Aber die sind das Jahr schlecht geraten. Und ich musste erst den Leuten eins bringen, die schon voriges Jahr eins gewünscht und nicht gekriegt haben. Da hatte ich für dich keins mehr übrig und schick dir dafür ein extra großes, das war nicht lebendig, aber sehr schönes. Es grüßt dich der Weihnachtsmann. Dann ist doch richtig, sagte Elsbettchen betreten. Es gehört Doktors. Ich freue mich gar nicht. Der Kohlenhändler, der den Brief an den Knecht Ruprecht in seinem Briefkasten gefunden hatte, hatte sich den Spaß gemacht. Davon aber erfuhr Elsbettchen nichts. Noch am selben Tag aber war sie bei Doktors und besah das Brüderchen. Es war ein kleines, schrumpeliges Ding und quäkte grässlich. Ganz krebsrot und hässlich sah es aus. Weißt du, sagte sie zu Fräulein, als sie von Doktors die Treppe hinuntergingen, jetzt ist mir es doch lieb, dass ich das Brüderchen nicht gekriegt habe. Das, was mir der Weihnachtsmann geschickt hat, ist viel hübscher und auch viel artiger. Das andere können Doktors behalten. Lass mich nochmal den Unterricht, Bruder, und schönen Dank für deine Weihnachtsgeschichte. Ich sage ja, ohne dem hätten wir dich ausgehalten. Es ist wirklich, ich kann manchmal auch nicht die Worte finden, den Dank auszudrücken, eigentlich, wenn man das so sagt, weil das für ihn eine Selbstverständlichkeit ist und für uns eigentlich nicht. Und deswegen nochmal, ich war aber mit meinen Dingen noch nicht zu Ende. Ich will nicht den Bruder ausnutzen, aber wir haben noch jemanden, dem wir da Dank sagen wollen.
Ingrid, ich hoffe, du wirst mir nicht übel nehmen, wenn ich deinen Alltag verrate. Als Vorsitzender schreibe ich natürlich jeden eine Geburtstagskarte und die Ingrid hat einen runden Geburtstag gehabt und ich als Vorsitzender habe es vergessen. Ich will es gleichzeitig verbinden mit dem Dank an die Frauenunion, du hast jahrelang mit uns zusammengearbeitet. Wir bedanken uns recht herzlich für deine Arbeit. Du hast es abgegeben, andere sollen es besser machen. Aber für uns, da du ja in unserem Kreis jetzt bist, herzlich willkommen. Wir haben uns die kleinen Präsentchen ausgedacht für den Euro-Rechner. Ich bin ja in der Wirtschaft tätig und weiß, dass an der Börse im Geschäftsleben nur noch mit Euros gerechnet wird. Und für uns als Bevölkerung kann man das immer sehen, wenn die abrunden. Und da merkt man immer, wenn man auch bei Bolle oder bei Karstadt geht, wie die Abrundung stattfindet. Immer zu unseren Ungunsten. Und dass diese nicht vorkommt, haben wir euch den Rechner präsentiert. Und da ich ja die Zahlen im Kopf hatte, hatte ich natürlich programmiert gleich. Ihr könntet sehen, dass die programmiert sind, die Rechner, dass ihr auch gleich damit umgehen könnt. Aber bei manchen habe ich nicht richtig funktioniert. Ich könnte euch so viel sagen. Ja? Also falls jemand den Wert nochmal neu eingeben will, einen guten Rutsch ins Jahr 2000. Vielen Dank vergönnt, ein Jahrzehnt zu erleben, ein Jahrhundert zu überleben. Uns ist es vergönnt, ins Jahr 2000 zu kommen. Wir überleben also diese Schwelle auch noch, sage ich mal, bis dahin. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Ich freue mich eigentlich, dass ich euch einen guten Rutsch mit euren Familien für die Gesundheit wünschen kann ins Jahr 2000. Schöne Weihnachten, alles Liebe, bleibt gesund und jetzt kann die Feier beginnen.